Hallo, heute bin ich's wieder mit Walküre Elysium. Es geht weiter und zwar haben wir letztens ja einen zweiten Einherrier bekommen. Also habe mich echt gefreut. Jetzt sind es ja schon mal zwei. Bin gespannt, wie viele es davon gibt. Ich könnte jetzt trainieren gehen. Wer steht jetzt da? Warum steht jetzt Egon hier? Um einen Gefallen? Ein Gefallen? Ja, ich will Belze sehen. Ich habe das Gefühl, dass wir dort vielleicht etwas erfahren. Warum? Das weiß ich selber nicht, wenn ich ehrlich bin, aber ich habe das Gefühl, dorthin gehen zu müssen. Nun gut, bringen wir es rasch hinter uns, würde ich sagen. Danke. Einherrier-Angriffe und normale Angriffe erlernen. Durch den Abschluss von Einherrier-Nebenquests in Valhalla können neue Einherrier-Angriffe und normale Angriffe erlernt werden. Aha. In Valhalla. Im Menü kannst du über die Option Einherrier, die Länge der Zeit und die Seelen, die beim Beschwören der Einherrier verwendet werden sollen, einstellen. Sogar das kann ich genau einstellen. Okay. Ich weiß nur, Nebenquests freigeschaltet dank an einen Kameraden. Eins. Das habe ich nämlich schon gesehen im Menü. Er steht jetzt da vom Trainingsplatz. Wenn man auf Einherrier geht und hier dann draufklickt, habe ich gesehen, dank einem Kameraden 1 abschließen. So kann man den Einherrier anscheinend verbessern. Den Seelenverbrauch kann man hier auch einstellen. Ich lasse den jetzt mal auf Standard. Aber wäre gar nicht schlecht, die Einherrier zu verbessern. Ich bin gespannt, ob die Nebenquest am Globus angezeigt wird. Abspeichern müssen wir nicht, wir haben uns gerade erst eingeloggt. Finde die 4 Gaben in Midgard. Das ist unsere nächste Aufgabe. Ja, die würde ich ja gern selbst haben, diese Gaben. Habe ich letztens schon erwähnt. Wir haben jetzt im galbanischen Gebiet 2 Nebenquests. Dann genug Hohlblüten noch und 2 Tiefgrünblüten. Das wäre jetzt das Kapitel 4. Also 3, 4. Es sind immer 2 Kapitel in einem Gebiet. Also im ersten Gebiet waren es auch 2 Kapitel. Hier habe ich mit A abgeschlossen. Ja. Jetzt habe ich aber einen zweiten Einherrier. Und hier seht ihr, bekomme ich schon wieder einen Speer. Also anscheinend sind die Speere jetzt dafür gedacht, benutzt zu werden. Schade eigentlich, weil ich mag die Speere nicht so. Deswegen würde ich sagen, wir gehen eine Nebenquest an. Da hätten wir hier. Da hätte ich sogar eine Waffe und ein Ambrosia. Das scharfsichtige Auge eines alten Mannes. Das haben wir ja oben bei den Stufen gefunden. Da musste ich nochmal zurück. Und hier, oh mein geliebtes Land. Da bin ich nochmal zurück wegen einer Blüte und dann habe ich oben bei den Stufen diese Nebenquest gefunden. Jetzt ist nur die Frage, nehmen wir die zuerst? Ich würde sagen, machen wir die Nebenquest, das scharfsichtige Auge. Odin kann ruhig warten mit seiner Hauptquest, weil hier bekomme ich eh nur einen Speer. Aber Gagnrad. Ich kann es jetzt nicht aussprechen richtig. Bin gespannt, was das für eine Waffe ist und für welches Element. Somit starten wir diese Nebenquest, obwohl hier kann ich jetzt nicht die Quest machen, damit ich meinen Einherrier stärker mache.
Ich spreche mal mit meinem zweiten Einherr hier, mit Cypher. Es ist mir wirklich eine Ehre, als dein Einherr hier zu dienen. Valkyrie, ich werde alles in meiner begrenzten Macht Stehende tun, um dir zu helfen. Das ist nett. Danke. Ich gehe nochmal zu Egon. Hoppala. Wie stehst du? Machen wir die schnell? Ja. Das habe ich mir auch gedacht. Okay, mit der Optionstaste kannst du verschiedene Leisten einstellen und die Art und Anzahl der Gegner festlegen, die du beschwören möchtest. Alle Bedingungen, die auf dem Trainingsplatz erfüllt werden, zählen nicht für den Trophäenfortschritt. Okay. Ich möchte jetzt zum Beispiel Dank an einen Kameraden abschließen. Jetzt kann ich es öffnen. Okay, Anzahl der Gegner kann man auch einstellen. Ich lasse das jetzt mal Standard. Aber man kann hier jetzt nichts auswählen. Danke an einen Kameraden. Das soll ja eine Nebenquest sein. Das heißt, er möchte nach Midgard zurück. Jetzt verstehe ich es. Ah, nach Belze möchte er zurück. Das heißt, dort müsste die Nebenquest sein. Jetzt sind wir ja auch. Vielleicht komme ich dann auch rüber auf die eine Seite, wo ich... Mein Egon möchte nach Belze zurück. Hier hin. Jetzt steht der Nebenquest 2 von 3. Interessant. Dank an einen Kameraden. Wollen wir die nicht gleich machen? Dann können wir, da bekommen wir den Meteorschwarm 1 und Egon wird auch stärker. Ich finde das gar nicht so schlecht. Starten wir das gleich mal. Dank an einen Kameraden. Dann erkunden wir Belze. Als würden wir das Gebiet nicht schon gut genug kennen. Weil da gibt es sicher noch mehr. Kann ich mir vorstellen. Ich glaube es nicht. Vielleicht finden wir noch eine Nebenquest. Obwohl, eigentlich ist es ja für die Verbesserung von meinem Einherrier. Ich weiß. This should be easy enough. Warte mal, ich habe jetzt das ausgerüstet. Da werde ich jetzt wieder Bollwerk hineingeben. Gegen Feuergegner. To my side, my noble and harrier. Little by little, little by little. An impressive feat indeed. This is the will of the divine. Werde ich wieder nämlich mehr ins Blocken auch übergehen. Ah, ich bin beim nächsten. I suppose this is as far as I go. Your fate has been decided.
Das ist jetzt dieser Angriff, aber eigentlich gegen dunkle Elemente gegen dich. Aber auch gegen andere, wie ihr seht. Die Kristalle hole ich mir hier noch. Warte, da fliegt noch was. Seht ihr? Also echt Hammer, finde ich. Diese neuen. Ich habe die Fertigkeiten ausgebaut. Bis auf Rubinrotes. Das kann ich nicht mehr ausbauen. Bei der Valkyrie. Da brauche ich jetzt schon Rubinrotes. Juwel. Und damit macht sie echt lustige Sachen. Ich möchte da nach hinten zu diesen Blättern. Ist da auch noch irgendwo eine Blume? Also ich sehe keine. Weil da steht Hohlblüten 27 von 28. Die muss dann irgendwo anders sein. Da hinten. Okay. Gehen wir mal von hier. Ja, ich hab's doch gewusst, da gibt's eine Nebenquest. Meine Hauptstadt komplett von Monstern überrannt. Nebenquests, meine Heimat. Sorry, meine Stimme, meine Heimatstadt wurde freigeschaltet. Also immer wo diese Blätter sind, unbedingt hingehen. Da gibt es eine Nebenquest. Ich hab's mir ja gedacht. Und jetzt können wir weitermachen mit der Nebenquest von Egon. Dank an einen Kameraden 1. Ich möchte aber auch öfter das Licht, nicht das, also das Dunkelschwert verwenden, weil wir werden sicher auch bald der Valkyrie begegnen. Und die Feuergegner kann ich auch gut mit dem Lichtschwert bekämpfen. Ich schaue noch, ob da hinten vielleicht was liegt. Da nicht. Da auch nicht. Be the first to strike. Ah, das sind aber schon wieder Gegner. Dann werden wir Cypher verstärken, weil die schwächer, also eigentlich so wie sie, ist aber ein Mann, Cypher. Ich habe am Anfang nur so ausgesucht, Achtung, eine Seele kommt da, schnell töten. Töten. Da kommt noch eine Seele, schnell draufhauen. Ja. Passt. Da gibt's nichts versteckt sonst. Wir könnten kurz da die Stufen hin hochgehen. Defiled soul, you shall be. Wieder was? Ja, die Stufen hoch sehen und so. Und gehen wir da hoch. Ja, da liegt die Kiste.
Okay, ein mittleres Lebenselixier. Vielleicht liegt hier noch was. Hier oben. Nein, das gefällt mir eigentlich nicht so mit dem... Es ist... Ja, bei den Gegnern, aber nicht, wenn sie Gegenstände zerschlägt. Dann am besten nur drei... Also zweimal, nicht dreimal. Dann macht sie das. Und dann braucht man ja ewig. Okay, hier hinten habe ich nichts gesehen. Aber ein Loch hier. In der Wand. Komme ich da rein? Warte mal. Schau mal hoch. Also da ist nichts. Nur die eine Kiste anscheinend hier oben. Warte mal, vielleicht komme ich da drüber. Auf dieses so, dass ich dann darüber komme. Hier leider nicht. Hier hinten? Nein. Okay, also ich habe hier oben wirklich alles abgesucht. Eine Kiste war ja da. Eine Nebenquest haben wir auch gefunden. Ich denke, wir können weitergehen. Ich möchte aber mal das andere Wert aufschwer, also das andere Schwert aufwerten. Es sind nämlich alle schon auf Fähigkeitsstufe C, wie ihr seht. Als Ziel müsste ja schon bald auf B sein. Weil wenn er sagt, wir sollen ein dunkles Schwert, das Dämonenschwert sollen wir besorgen, dann will er sicher gegen die Walküre antreten, denke ich mir. Dann sollte Svarald hier auf jeden Fall hochleveln. Ich bin gespannt, wo ich die nächsten Runen finde. Deswegen schaue ich mich ja so gut um. Ich werde es mal öfters versuchen und austesten. Ich glaube nämlich, dass das nicht nur gegen Licht gut ist. Es muss noch irgendwas. Okay, das war's hier. Ich finde jetzt nichts mehr. Sieht auf jeden Fall cool aus. Das Schwert. Jetzt nehmen wir mal das Lichtschwert. Siehst du, das ist cool. Aber sie haben beide die gleichen Fertigkeiten. Okay, dann gehen wir mal hier weiter. Na? Ich habe die Zeit nur genutzt, um mich, ja, mein Schnupfen etwas zu verbessern. Ich weiß nicht, das ist ein Hoch und ein Tief mit dem Schnupfen. Aber bei dem Wetter sage ich immer normal. Besorgt dich etwas. Jetzt besorgt mal Egon etwas. Das ist ja ganz was Neues. Etwas hat gerade meine Aufmerksamkeit erregt. Es tut mir leid. Könntest du mir noch ein wenig länger meinen Willen lassen? Die Walküre, die versteht das nicht. Sie muss noch menschlicher werden. So, erkunde Bese. A
an easy fight. Yay! Schnell drauf. Warte, ich brauch das Feuer. Also ich brauch das Feuer, ich werde draufgegangen. Und nimm das nicht. Und eigentlich ist es egal. Warte, schnell auf die Seele drauf. Auf die Seele. Der Drache, warte mal. Der Drache hat ein dunkles Element. Schnell. Take care of this. Er hat mich gefressen. Waffenschwäche. Ja, ich kann das auch mit Feuer. Das war's mit dem Drachen. Ach, das sind da nehmen noch welche. Ja, man sieht gleich, wenn man das richtige Schwert nimmt, wie schnell das geht. So schnell? Seht ihr, mit dem richtigen Schwert geht das echt schnell. Also was hat das zu bedeuten? Ich sehe ein Monster mit einem Schwert. Es sah genauso aus wie das Schwert, das einst einem Freund von mir gehörte. Und? Es war nichts. Ich muss mich geirrt haben. Verzeihung, dass ich deine Zeit verschwendet habe. Dann sind wir hier fertig. Zeit, zurückzukehren. Natürlich. Ich dachte, jetzt kommt hier irgendeine Valkyrie oder so. Und mit dem Lichtschwert kann ich auch gut die Feuergegner bekämpfen. So ist es nicht. Jetzt muss ich aber zurückkehren. Meteoritenschwamm 1. Und da draußen war noch was. Aber ich kann ja nochmals hinein. Das ist nicht das Problem. So, schauen wir uns den Meteoritenschwamm mal kurz an. Meteoritenschwamm. Von welchem Element der ist? Das habe ich mir gedacht. Blitz. Bündelt Blitzmagie, um mehrere Blitzschläge rund um den Wirker zu beschwören. Besonders wirksam gegen Erdelement. Ja, man sieht halt einfach nicht, also oben beim Gegner sieht man nicht das Element Erde, sondern man sieht Blitz. Dann weiß man, okay, man muss mit Blitz drauf. Das finde ich schon gut. Also nett gemacht, ja. Kann ich da auch mehrere Ziele treffen? Ja, natürlich. Eigentlich schon. Weil das ist ja wirklich nur eine Fertigkeit für den Anfang. Dann nehmen wir den Meteoritenschwamm jetzt. Und gehen zurück. Wir sollten auch noch... Genau. Also nein, das, glaube ich, bekommen wir hier nicht, oder? Das hätten wir bei der Nebenquest bekommen.
sollte öfter blocken. Technische Verteidigungen hatte ich vorher schon mehr wie jetzt, aber das war ja auch nur eine schnelle Nebenquest. Schaden ist bei denen immer groß. Anscheinend, wenn man ein Zehntel Schaden abbekommt. Ja, die Quest ging sehr schnell. Egons Erinnerung 4 wurde freigeschaltet. Du kannst ihn dir in der Sammlung anschauen. Ist das nicht nett? Wir machen heute eine kurze Folge, eine Nebenquest, Egons Erinnerung 1. Das war von mir. Ja, man muss das immer alles erst austesten. Das heißt, wenn ihr Egons Erinnerungen macht, nehmt das dunkle Schwert gegen den Drachen, dann seht ihr, ist in ein paar Sekunden Geschichte. Also, dann ist er in ein paar Sekunden erledigt, sagen wir so. Ja, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal mit dabei seid. Es macht wirklich Spaß hier und es wird immer lustiger. Ich wünsche euch alles Liebe, viel Spaß weiterhin. Tschüss.